Ja, hallo. Heute geht es wieder um unser Bitwig Studio 2. In Bitwig Studio gibt es weitere neue Möglichkeiten, Audio-Files zu bearbeiten, und die möchte ich Ihnen heute da draußen gerne zeigen. Ich habe schon mal ein Projekt weiter bearbeitet, ein EDM-Projekt, also so ein bisschen Dance-lastig. Wenn wir da mal kurz reinhören. Da gibt es hier einen Übergang, und diesen Übergang habe ich mit einem mitgelieferten Soundfile geschaffen, der beim Bitwig-Paket gleich mitkommt. Und wie ich das gemacht habe, möchte ich euch in dem Fall kurz zeigen, weil es ganz interessante neue Bearbeitungsmöglichkeiten in diesem Fall gibt. Ein paar Bearbeitungsmöglichkeiten gab es vorher auch schon, aber die sind jetzt ein bisschen modifiziert und gehen einfacher von der Hand, wenn man solchen Effekt denn in sein Projekt aufnehmen möchte. Dieser Übergangseffekt geht eben hier vom einleitenden Teil in einen Hauptteil, wo es ein bisschen mehr abgeht. Ja, und dann nehme ich jetzt hierzu, ich zeige es mal, ein Beispiel, eine Audiospur, eine neue Audiospur, und setze hier diesen Sound hier ein. Ich spiele das mal im Solo ab, dass man mal hört, wie sich das normal anhört. Ja, das ist ein Gong. Was mache ich? Ich nehme diesen Gong, und jetzt habe ich anfangs hier links vergeblich irgendwo gesucht, Reverse. Ja, wie kann ich jetzt diesen Gong umgekehrt abspielen? Und das ist leider hier nicht links zu finden, sondern unter, wenn ich diesen Clip auswähle, unter Clip hier oben, da gibt es die Möglichkeit, per Mausklick die Sounddatei verkehrt rum abzuspielen. Also von hinten nach vorne praktisch, reversen. Und jetzt gibt es einen Fade-Effekt noch dazu. Und diesen Fade-Effekt kann ich einfach hier unten in der Sounddatei wenn ich ganz am Anfang hier auf die Markierung klicke, wenn es so mit dem weißen Rand umspringt, der Mauszeiger, dann hier rüberziehen. Ja, das kann hier so einen ansteigenden Fade mit reinnehmen. Und ich habe sogar die Möglichkeit, diese Fades zu ändern und so, ja, nicht lineare Fades zu machen, sondern kurvenorientierte Fades zu machen. Und so bekommt ihr dann solche Übergangseffekte, die ihr häufig hört in moderner Musikproduktion, auch selbst hin. Ja, das